Herr Mrosik, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei der digitalen Transformation der Industrie? Künstliche Intelligenz ist eine sehr, sehr große Chance bei der digitalen Transformation. Aber um künstliche Intelligenz nutzen zu können, muss man erstmal ein Unternehmen digitalisiert haben und digitale Prozesse eingeführt haben. Das bedeutet, dass man einen digitalen Zwilling des Produkts, einen digitalen Zwilling der Produktion und einen sogenannten digitalen Zwilling der Performance durch große Datenmengen erzeugt und damit eine Wertschöpfungskette, die vollkommen digital ist, erzeugt. Und warum tut man das? Um schneller Produkte in den Markt zu bringen, um flexibler zu sein bei der Generierung, bei der Produktion von spezifischen Produkten für individuelle Anforderungen, um Qualität und um Effizienz zu erzeugen. Neue Geschäftsmodelle werden damit ebenfalls gefördert. Und eins muss man immer beachten, das ist das Thema Cybersecurity in dem Zusammenhang. Künstliche Intelligenz führt nun dazu, dass wir das Thema Digitalisierung eine Stufe höher heben können. Denn wir können mit künstlicher Intelligenz das Sehen und die Wahrnehmung von Systemen und von Menschen verbessern. Wir können Lernprozesse herbeiführen und wir können automatische Entscheidungen und Entscheidungsprozesse herbeiführen. Und damit trägt künstliche Intelligenz ganz entscheidend zur Verbesserung der Produktivität und zur Wettbewerbsfähigkeit bei. Und inwiefern verändert sich dann ein Produktionsprozess konkret? Und inwiefern verändert sich auch die Zuständigkeit des Arbeitnehmers? Es verändert sich eine ganze Menge durch künstliche Intelligenz, ist eine riesengroße Chance. Und man sieht das zum Beispiel im Bereich des autonomen Fahrens. Wir sehen das bei der effizienten Erzeugung von Energie, wenn es darum geht, schadstoffarme Energie zu erzeugen. In vielen anderen Bereichen, wie beispielsweise bei intelligenten Gebäuden, spielt es eine Rolle. Bei Siemens spielt es ganz konkret eine Rolle, beispielsweise in unserer Fabrik in Amberg, wo es um die Qualitätssicherung von Leiterplatten und bestückten Leiterplatten, die in unsere Produkte hineingehen, geht. Und wir können das mit künstlicher Intelligenz viel effizienter und intelligenter machen. Künstliche Intelligenz ist grundsätzlich ein Verfahren, wenn es jetzt um die Arbeitnehmer geht, die Arbeitnehmer entlasten. Sie machen Prozesse weniger fehleranfällig. Sie führen dazu, dass wir Menschen von mühsamer und repetitiver Arbeit entbinden können und sie dabei entlasten können. Und damit können sich Menschen auf das konzentrieren, was sie am besten können, nämlich wirkliche kreative Arbeit. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir im Bereich der künstlichen Intelligenz immer die Menschen mitnehmen und dafür sorgen, dass Arbeitnehmer so qualifiziert werden, dass sie auch in einem solchen Umfeld im Rahmen künstlicher Intelligenz und mit der Unterstützung künstlicher Intelligenz ihren Beitrag leisten können und damit auch ein sehr zufriedenstellendes Arbeitsumfeld finden. Und wo Sie jetzt alle diese Vorteile beschreiben, inwiefern könnte denn Politik bei der Integration von künstlicher Intelligenz und Industrie 4.0 helfen? Die Politik kann in mannigfaltiger Art und Weise helfen und tut das ja auch schon. Es sind Eckpunkte im Juli diesen Jahres verabschiedet worden und gibt es einen Masterplan, der jetzt im Dezember 2018 verabschiedet worden ist. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, beispielsweise das Anstoßen einer öffentlichen Debatte über das Thema künstliche Intelligenz, denn es gibt ja hier Ängste und Befürchtungen von vielen, vielen Menschen und das muss in der Gesellschaft und in der Wirtschaft auch entsprechend diskutiert werden. Hier kann die Politik einen entscheidenden Anstoß bieten. Es geht um das Thema Schaffung von Ökosystemen, denn künstliche Intelligenz erfordert ein Ökosystem aus akademischen Institutionen, aus öffentlicher Förderung, aus Wirtschaftsunternehmen, die gemeinsam an diesem Thema forschen, damit Deutschland und Europa in diesem Bereich in der Spitzenposition stehen kann. Dann brauchen wir Infrastruktur und auch das kann die Politik fördern. Stichwort ist hier 5G und Kommunikationsinfrastruktur, die notwendig ist, um Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz vorwärts zu treiben. Und dann müssen wir durch Aus- und Fortbildung selbstverständlich die Menschen und die Mitarbeiter mitnehmen und auch da kann die Politik einen entscheidenden Beitrag leisten.